Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Ich habe jetzt schon richtig lange nicht mehr gespielt, weil ich zwischendurch weggefahren bin. Eigentlich wollte ich vorher noch ein paar Folgen vorproduzieren, habe es aber nicht mehr geschafft. Und jetzt muss ich jetzt mal gucken. Wir haben einen Gefangenen genommen, das weiß ich sogar noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was der eigentlich kriegt. Habe ich das richtig eingestellt hier alles? Okay, Anwerbungsgespräch läuft und die normale Medizin. Gut, das können wir verkraften. Hier haben wir ja, glaube ich, ein bisschen von 34. Na gut, so viel nicht, aber geht. Hier liegen auch noch ein paar auf dem Feld, okay. So, wir haben immer noch nur vier Leute. Ich bin langsam tatsächlich am Überlegen und ihr könnt mir dazu mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Das dauert mir ja alles ziemlich lange. Also, ich muss ja zugeben, wir haben richtig viel Zeit zum Bauen, aber wir kommen auch kaum voran mit dem Bauen, weil wir ja nur vier Leute haben und durch die echt wenigen Ereignisse irgendwie nichts dazu bekommen. Ja, und das zieht sich ja alles in die Länge und man hat irgendwie kaum was zu tun. Ich weiß nicht, ob sich das für ein Let's Play noch eignet. Als so Spielstand finde ich das super, weil man eben Zeit hat. Aber wenn man dann eigentlich auch ein bisschen was zeigen möchte, den Leuten, also euch, den Zuschauern, dann ist das dann doch ein bisschen doof, finde ich. Also weiß ich nicht. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht einfach einen neuen Spielstand anfangen soll. Wir hatten ja jetzt Cassandra, diesmal Phoebe. Dann würde ich einfach mal reiner Zufall nehmen. Ich denke, er wird uns ein bisschen mehr an Events erwarten. Bei der wirklich immer irgendwas reinschmeißt, egal was. Da kann auch auf einmal irgendwas ganz Schweres kommen oder was ganz Leichtes. Wie auch immer, aber halt wirklich immer irgendwas. Ja, müsst ihr mal sagen. Also ich wäre stark dafür, das mal so zu machen. Dann habt ihr auch alle drei Geschichten, als ihr haben ja gesehen. Dann können wir auch wieder eine neue Welt nehmen. Ich glaube, wir haben ja jetzt hier gerade, was haben wir denn hier? Dschungel? Ja, wir haben Dschungel. Vorher hatten wir Wälder. Und dann könnte man ja vielleicht mal Tundra, Wüste oder Savanne oder sowas nehmen. Wüste wäre eigentlich vielleicht mal ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie man in einer Tundra überleben soll. Okay, Wüste wird wahrscheinlich auch schwierig. Aber ja, ich würde es echt gerne mal Neues ausprobieren. Wir haben jetzt auch schon einige Folgen hier gemacht in dem Dschungel. Dann müsst ihr einfach mal sagen. Ich überlasse das ganz euch. Aber ich sag's gleich, also wenn mir das hier irgendwann gar keinen Spaß mehr machen sollte, dann höre ich natürlich auch von mir aus irgendwann auf. Mir persönlich macht es ja eigentlich sogar Spaß, aber ich habe halt wirklich, wie gesagt, Bedenken, dass ihr da noch lange dran Spaß habt. Man sieht halt auch, dass die Viewerzahlen natürlich zurückgehen. Man ist ja nicht blind. Man guckt ja auch mal nach. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Robert war verletzt. Oh, um den haben wir uns gar nicht gekümmert. Hitzeschlag, ansonsten nur Prellungen. Okay, Hitzeschlag, erste Anzeichen. Vielleicht sollten wir da mal was machen. Moment. Wir lassen den mal ausruhen. Nicht, dass der. Haben wir immer noch diese Hitze? Ja, haben wir sogar wirklich noch. Dann sollten wir den jetzt vielleicht nicht gleich rausschicken. Kann ich mal eine Person haben? Warum geht denn das jetzt nicht? Moment. Es geht gar nicht, dass kein Arzt, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was die Leute hier eigentlich können. Hier, Yumi könnte den behandeln auf jeden Fall. Lenfia auch. Gut, dann mache ich mal kurz Lenfia, dass die mal Robert behandelt. Sollte ja auch ohne Medizin gehen, denke ich mal. Na, schauen wir mal. Wir haben furchtbare Laune bei Yuma. Was ist los? Wow, okay, dem geht es echt gar nicht gut. Aber der hat auch mit seinen Depressionen immer zu tun. Und die Hitze ist natürlich immer noch doof. Haben wir hier drin? Drin ist aber gut. Moment, war hier gerade irgendwo 10 Grad? Ach so, das ist unser Kühlschrank. Oh, ja, weil hier nicht weitergebaut wurde. Ja, jetzt haben wir da eine offene Wand. Das ist ja doof. Was brauchen wir da? Bauteil Stahl. Okay, wir brauchen Stahl. Wir haben keinen Stahl mehr. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Dann würde ich sagen. Ja, wir brauchen erstmal Stahl, bevor der da weiter drin baut. Ja, das hier muss natürlich unbedingt zu, das Loch. Das darf jetzt noch nicht so offen stehen bleiben. Können wir da sonst noch irgendwas? Die ruhen sich aus. Okay, Robert hat sich geheilt. So, Yumi schläft noch. Stahl wird abgebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich dann hier. Wer ist Barge? Achso, der Typ da. Gut. Warten wir mal, bis wir ein bisschen Stahl haben und dann gucke ich mal, dass wir das hier bauen. Ach, geht sogar schon gut. Dann soll Yumi mal daran. Weil das muss zu, auf jeden Fall. Aber wir haben sogar. Moment, steht hier. Nee. 18. Achso, Zieltemperatur wäre minus 15. Ja, unser ganzes Essen vergammelt uns hier. Wenn wir da nicht mal was machen. Das will ich natürlich ungerne, dass wir da nichts mehr haben nachher.
So, da kommt's auch schon. Hier müssen wir natürlich auch, weil hier sieht's auch nicht besser aus. Auch innen 43 Grad gerade. Das geht natürlich auch nicht. Yumi baut beide direkt? Okay. Gut. Dann sollte das mit den Temperaturen hier drin auch wieder besser aussehen. Die Lampe kriegt keinen Strom. Was ist denn da los? Strom? Kabel? Okay. Dann weiß ich auch nicht, warum die jetzt keinen Strom kriegt. Die Kabel sind eigentlich... Irgendwas scheint hier noch nicht verbunden zu sein. Oder ich weiß auch nicht genau. Na gut, das lassen wir erstmal. Ist jetzt nicht so wichtig, dass die eine Lampe da leuchtet. Ja, dann diese. Ah, schauen wir uns später an. So, jetzt erstmal hier die Kühlung soll mal fertig werden. Was macht die denn da so lange? Dauert ganz schön. Juma macht auch schon wieder was ganz anderes. Ach, wir brauchen doch Stahl. Mensch. Schon wieder alles weg. Ich schicke den jetzt wieder dahin. Ich verstehe das nicht, warum der nicht einfach da das weiter abbaut. Warum muss der denn wieder dahin latschen? Na gut. Was macht der hier? Marmor. Okay. Na gut. Kann nicht schaden. Jetzt kenne ich schon wieder die ganzen Tastenkürze gar nicht. Ach du Scheiße. Yuma ist rasend vor Wut geworden. Oh, ja, den lasse ich da mal so stehen. Vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Solange der niemanden wehtut da oben, dürfte er eigentlich an niemanden rankommen, hoffe ich. So. Ist das wegen der Hitze, war das jetzt, ne? Ich habe es wieder nicht gelesen. Hitzeschlag, erste Anzeichen. Jetzt sollte man den dann auch mal ins Bett verfrachten. Ach, die hat es auch nicht zu Ende gebaut. Ach man, fehlt immer noch Stahl wahrscheinlich. Ja. Wir können da jetzt keinen hinschicken, weil der da am Ausrasten ist. Ah, kacke. Gibt es irgendwo anders Stahl? Hier unten irgendwo. Hier ist Stahl. Na dann. Huch, was ist denn jetzt passiert? Feuer? Okay. Naja, das wird uns jetzt, glaube ich, nicht beeinflussen. So, wen können wir dann da mal hinschicken? Lanfear kann es nicht. Yumi auch nicht. Wahrscheinlich niemand. Doch, Robert kann. Okay, ja, der hat ja auch da oben die Marmorwand eingerissen. Vielleicht regt er sich jetzt mal ein bisschen ab mit dem Regen. Okay, es sind trotzdem 50 Grad. Boah. Ja, da würde ich auch nicht rumhängen wollen bei 50 Grad tatsächlich. Na, wo bleibt der denn? Okay, der hat einiges an Weg zurückzuziehen. Huch, jetzt war es das wieder? Hallo? Okay, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade einfach abbrechen wollte. Aber jetzt scheint er hinzugehen. Wir gucken mal kurz. Okay. Was macht der denn? Warum will der denn unbedingt diese Marmorwand abreißen? Moment. Wo ist denn das? Machen wir es uns jetzt einfach. Wir sagen hier erstmal nicht. Vielleicht macht das dann ordentlich. Okay, jetzt reißt ab. Yumi hat schlechte Laune, dann soll sie doch... Ich verstehe mal gar nicht, dann sollen sie doch in der Zeit, wo sie schlechte Laune haben, was anderes machen. Oh, ach du Scheiße. Hier ist richtig krasses Gewitter, hoffentlich. Hoffentlich wird hier keiner vom Blitz getroffen. Und hoffentlich brennt es hier nicht gleich. Oh je. Können wir jetzt hier... Ah, immer noch nicht. Das war immer noch zu wenig Material. Mann, unser ganzes schönes Essen vergammelt uns hier. Ah, Mann. So ein Mist. Warum macht der denn das jetzt hier nicht mal ordentlich? Aber andere können wir nicht hinschicken. Und Yuma ist immer noch im Chaoszustand. Dem nähere ich mich jetzt garantiert nicht. Ja, Gott. Der bricht immer wieder ab. Ich weiß nicht, warum. Warum bricht der das immer wieder ab? Sag mal, muss ich den jetzt hier echt komplett die ganze Zeit verfolgen, damit er das mal zu Ende macht? Nee, bitte weiter. Gott. Das gibt's doch gar nicht. Kann den doch jetzt nicht die ganze Zeit beobachten. Ey, das müssten sie echt auch anders machen. Wenn ich dem schon sage, der soll das da machen, dann habe ich ja wohl einen Grund dafür. Dann will ich wohl auch, dass es zu Ende gemacht wird. Ach man. Naja, gut. So, dann schicke ich Lernfirma dahin. Die Forschung kann kurz warten. Was erforschen wir eigentlich gerade? Mikroelektronik, okay. Auch schön. Ach, Mann. Wenn mal einmal was so laufen würde, wie man es haben möchte. Aber nein. Haben wir hier eigentlich noch? Ja, aber gerade einfach keine Personen, die was machen können. Hm.
Nähmaschine. Noch ein paar eingestellte Sachen, okay. Der Herd ist ja, glaube ich, immer eingestellt. Hier. Okay. Tja, Yuma will sich anscheinend gar nicht mehr beruhigen. Oh, mittlerweile ist der Hitzeschlag auch richtig schlimm. Tja, können wir gerade nichts machen tatsächlich. Wenn wir uns dem nähern, greift er uns auf jeden Fall an. Ich bin ja froh, dass der da hinten in der Ecke steht und uns nichts tut. Boah, aber diese Hitzewelle ist auch krass. Also. Baut die jetzt doch? Okay. Vielleicht haben wir Glück und das wird jetzt auch fertig hier. Sollen ja nicht noch mehr einen Hitzeschlag hier bekommen. Dass die anderen das so gut aushalten, bin ich hier sowieso erstaunt. Okay. Gut. Ja, dass die anderen das so gut aushalten vor allem. Gut. So, machen wir hier auch mal Minusgrad. Was hatten wir hier? Machen wir noch ein bisschen runter. Vielleicht hilft's. So, was ist jetzt? Barga ist ausgerastet. Ja, der hat auch gar keine Klimaanlage da hinten. Und er greift jetzt da an. Okay, da müssen wir was machen. Was machen die denn gerade so? Trickbären, ja, das können wir. Wir schicken die mal dahin. Am besten wirklich beide. Ich habe ein bisschen Angst, dass er uns sonst so wehtut. Yuma steht immer noch da rum. Kann man nichts machen. So, und dann gucken wir mal. Ach genau, jetzt speichert das Spiel hier rein. Wir müssen aufpassen, dass die sich hier nicht zu wehtun. So, ich würde sagen, wir lassen die mal abwechseln. Ich mache hier mal eben ein Krankenbett raus. Ich weiß nicht, ob Robert jetzt dann aus dem Bett rausgeworfen wird. So, die soll sich. Ja, doch, tatsächlich. Upsa. So. Warum schläft. Ach so. Oh, ich habe direkt einfach mal alle als Krankenbett deklariert aus Versehen. Okay, das wollte ich natürlich nicht. So. Wie läuft's hier? Ist der jetzt tot? Och nee, die hat den echt umgebracht. Och Mann. Dabei hatte die nicht mal eine Nahkampfwaffe. Oder? Nee, Moment, der lebt doch noch. Oh, ich dachte gerade. Der lag da irgendwie so tot. Da habe ich mir gerade echt Sorgen gemacht. Ja, behandle den mal wieder. Eigentlich ja nur Prellungen. Also können wir das hier sogar lassen, denke ich. Obwohl, hier ist irgendwie mit dem Hitzeschlag. Weiß ich nicht. Wir machen erstmal ohne. Yumi ist auch verletzt worden ein bisschen, aber wahrscheinlich auch nur Prellungen. Und auch alle mit dem Hitzeschlag immer. Alles klar. Was macht die? Die ist weggerannt, weil sie wahrscheinlich Angst hatte. Wenn Yumi fertig ist, soll sie sich auch mal hinlegen. Ah, Yuma rennt immer noch so rum. Warum? Furchtbar. Okay, kann wieder laufen. Boah, das dauert aber lange. Also, soll jetzt kein Medipack benutzen? Schlechte Laune von Yumi, ja. Tut mir auch echt leid, dass die sich jetzt rumkümmern muss eigentlich. Schicken wir die jetzt erstmal ins Bett vielleicht? Er hat gerade selber ein bisschen schlechte Laune hier mit dem Ganzen. Ich glaube, ich schicke die wirklich mal ins Bett. Ja, wenn ich den jetzt wecke, hat er natürlich auch schlechte Laune. Ich lasse erstmal. Ich meine, eigentlich hat er nur Prellungen. Hier, das ist schon immun geworden, die Infektion. Der Hitzeschlag ist halt scheiße. Da könnten wir vielleicht doch jetzt mal so machen. Aber die haben alle schon Hitzeschläge. Das ist blöd. Wie sieht's bei denen aus? Ja, alle mit dem Hitzeschlag. Ich mache das wirklich mal so. Vielleicht hilft das ein bisschen. Dann mache ich hier mal erstmal Behandlungen. Ah, Yuma geht's wieder gut, okay. Hat er seine Sachen hier weggeworfen oder hat er die noch? Okay, die hat er behalten. Na, der soll erstmal machen, was er will, damit es dem ein bisschen besser geht. Den kümmere ich mich natürlich am Schluss. Erstmal geht's um die Mädels hier. Wie sieht es hier jetzt aus? Minus 7. Okay, das funktioniert. Kann man sogar ein bisschen höher wieder stellen. Sieht gut aus. Okay, das haben wir jetzt gekühlt bekommen. Also wenn es denn schlecht geht, können sie ja in den Kühlschrank. Ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, und jetzt hätte ich gern Yumi noch behandelt. Robert muss vielleicht auch bald behandelt werden mit dem Hitzeschlag, weiß ich nicht. 40 Grad draußen. Aber es stehen noch alle Bäume uns, also die scheint es auszuhalten. Ich
kenne das eigentlich. Ich habe das schon mal bei einem Spielstand erlebt, als dann so eine große Hitzewelle war, dass die Bäume dann auch alle auf einmal weg waren. Ist hier aber nicht passiert. Also 50 Grad scheint für die Bäume hier höchst noch akzeptabel zu sein. Schön. Gucken wir uns mal das Essen an. Tiefgekühlt verdirbt nicht. Okay, unser Essen bleibt bestehen. Das ist gut. Kann man ja immerhin auch gut verkaufen, wenn man es nicht alles selber essen will. So, Yumi geht's wieder gut. Freut mich. Yuma schläft sich jetzt mal aus. Und Braga wird auch geheilt. Wie sah es eigentlich bei dem? Oh, Schwierigkeit der Anwerbung 99%. Ich glaube, den kriegen wir nie. Naja, wir versuchen es trotzdem. Wenn nicht, wenn wir es jetzt echt den hier tagelang irgendwie mit durchfüttern und so, dann schmeißt man irgendwann halt raus. Ach, wir können die Kühlung bauen lassen. Okay. Würde ich auch gerne machen. Lern 4 geht's wieder gut. Dann würde ich hier mal Kühlung bauen, bevor weiter geforscht wird. So. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir mehr Stahl anbekommen. Hier können wir ja ruhig abbauen. Wir müssen nur gucken, dass wir hier vielleicht die kleine Ecke noch erhalten lassen erstmal. Und so unsere Mauer wieder hin. So, wir haben jetzt einiges zu bauen auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum kriegen die Lampen hier keinen Strom. Irgendwas stimmt da nicht. Hier ist, glaube ich, noch kein Stromkabel gebaut, oder? Doch, eigentlich schon. Irgendwo muss ja eine Verbindung nicht stimmen. Ich gucke mir das nochmal an. Was ist eigentlich? Reicht der Strom da nicht? Vielleicht brauchen wir noch eine Batterie? Bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir auch hier noch einmal durch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Hier klappt es überall. Nur hier irgendwie die beiden bleiben dunkel. Ich versuch's mal mit noch einer Batterie hier oben. Vielleicht ist es wirklich einfach das. Was ich aber komisch finde, weil die Batterien sind ja auch noch voll. Also die könnten ja durchaus den Strom dafür nutzen. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier auch eine Kühlung. Schön. Können wir gleich mal ein paar Grad runter drehen. Weil die muss ja auch alles hier. Boah, das ist. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar. Hier können wir auch mal ein bisschen runterschalten. Hier haben wir offen. Ja, schön, ja. Da sollte eigentlich mal eine Tür gebaut werden und überhaupt ein Raum, ne? Naja. Vielleicht sollten wir da einfach mal. Ist das Holz? Ja. Einfach mal so und noch eine Tür. Gut. Gebaut wird. Ich hätte eigentlich gerne erst die Tür. Machen wir das mal. Hier wird versucht zu überreden. Gut. Also es läuft wieder. Unseren Figuren geht es, glaube ich, wieder einigermaßen gut. Was haben wir hier für eine Temperatur? Warum wird mir das jetzt hier wieder nicht angezeigt? Mensch, ich will nicht die Außentemperatur, ich will die Innentemperatur. Achso, es ist für den jetzt außen, weil hier keine Tür drin ist, oder wie? Okay. Das ist für den gar nicht mehr in. Na gleich. Jetzt haben wir gleich wieder eine Tür. Dann ist es auch wieder in, denke ich mal. Ja, jetzt haben wir hier auch wieder Innentemperatur. Kein Dach. Na gut, macht er jetzt. Huch, Forschung abgeschlossen. Grundlagen, Mikroelektronik. Schön. Was machen wir denn jetzt? Mit Hydrokulturen komme ich irgendwie gar nicht klar. Das hat immer nie funktioniert. Dörrfleisch finde ich auch Quatsch. Wir haben auch gar nicht so eine. Hier, Röhrenfernseher, finde ich gut. Automatische Geschütze wäre natürlich auch super. Aber irgendwie haben wir ja gerade nicht so mit Feinden zu tun. Deswegen sage ich mal Röhrenfernseher. Jeder braucht einen Fernseher. Okay, eigentlich nicht. Ich habe auch nur einen, für, damit ich Konsolen zocken kann, eigentlich. Aber dafür hat man ja YouTube und so. Aber naja. Nur die meisten schlafen. Lern 4 forscht weiter. Vielleicht müssen wir hier auch nochmal was ändern mit der Forschung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Also gerade haben wir ziemlich viel erforscht. Was können wir jetzt eigentlich durch das Mikroelektronik machen nochmal? Ich guck mal. Produktion. Haben wir den Hightech-Labortisch schon? Ja, den haben. Nee, das ist ein normaler, oder? Und jetzt. Nee, ist der. Nee, doch, hier. Hightech. Ah, wir können jetzt den Hightech-Labortisch. Na, super, der nimmt uns ja gleich wieder einen kompletten Raum weg. Das ist toll, der passt ja noch nicht mal rein. Naja, gut. Müssen wir dann aber trotzdem mal bauen. Und was haben wir noch? Haben wir schon eine Brauerei gebaut? Nee, irgendwie nicht, wa? Vielleicht stelle ich die einfach mal hier hin. In die Ecke. Oder. Naja, weiß nicht. Wenn wir da einen großen Tisch bauen, wollen wir vielleicht lieber hier hin. Dann müssen wir mal so weit laufen dafür. Ich stelle die erstmal hier hin, kann man ja auch wieder umstellen. Na doch, in die Ecke. So.
dass wir die noch nicht gebaut haben. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Und ansonsten, ach so, wir haben jetzt das hier. Ja, die sind natürlich wichtig, wenn wir Handel betreiben wollen. Da stelle ich hier gleich mal so ein Ding rein. Stellen wir das hin. Stellen wir das da hin. Und hier natürlich auch eins. In die Mitte so ein bisschen. So. Und dann können wir nämlich die Funkanlage bauen und können handeln. Also immer wenn so Handelsschiffe in der Nähe sind, können wir dann Handel betreiben. Das ist ja ganz praktisch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Wir sind bei 20 Minuten, haben wieder was erforscht. In der nächsten Folge können wir das dann alles bauen und mal gucken, ob irgendjemand mit uns handeln möchte. Also bis dann.